Meine Lieben, willkommen zurück zu Black Sails. Er will dich töten. Ja, wir wissen es. Ja, ich bin in der letzten Folge mal wieder verzweifelt. Ihr habt mir ein paar Tipps gegeben und ich glaube, ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Und wir probieren jetzt mal, hör nicht auf ihn, ob es funktioniert. Wir müssen... Moment, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Wir haben ja noch diesen ollen Schweinekopf. Und, wo bist du? Zeig dich! Halt dein Maul. Wir müssen den Schweinekopf tatsächlich durch die Kohlerutsche nach unten werfen. So. Du musst ihn besiegen. Und ich hoffe, das funktioniert, weil ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich vorher die Puschen ausziehen muss. Also, Schweinekopf. Ich bin auch der Meinung, ich hatte das eigentlich probiert. Hey, was war das? Bist du das Kleine? Ich habe wieder falsch gedrückt, vermute ich. So, jetzt ist er nämlich auf der Klappe. Sonst wird er dich verkaufen. Und jetzt huschen wir. Der Doktor würde mich erwischen, wenn ich die Rutsche runterklettere. Ich wollte jetzt eigentlich dahin und wollte... Jetzt komm endlich da raus. Diese Luke kommt Kohle in den Ofen. Ich wollte doch jetzt... Habe ich das jetzt falsch gemacht? Weil ich wollte jetzt eigentlich diese Klappe öffnen, damit der Doktor in die Flammen fällt, in die Glut. Oder er wird dich aufschneiden. Und verbrennt. Das war eigentlich mein Plan. Wieso geht denn das jetzt nicht? Wir springen hier erstmal wieder runter. Wir haben unsere Kartoffeln noch an. Komm lieber jetzt raus, bevor es noch schlimmer wird. So, wir gehen mal da durch. Wo bist du? Zeig dich! So rum geht es. Guck mal, genau. Und dann können wir nämlich hier unten runter. Und dann kommen wir auf die andere Seite. Wo bist du? Stimmt, Kohlerutsche geht natürlich nicht. Ganz klar. Dann würde er uns sofort entdecken. So. Langsam reicht es wirklich. Jetzt! Wir tun es! Tschüss, lieber Doktor! Adieu! Er wollte uns töten. Er hat selber Schuld. Ich kann sich befreien. Sieh nochmal! Du musst es tun! Oh, es ist schon fies. Aber er hat uns Leid zugefügt. Es. Du bist noch nicht fertig. Tu es. Komm nochmal. Töte das Monster. Das war's mit ihm. Wieder zurück. Das Mädchen. Es ist gerettet. Ich habe es geschafft. Oh Gott. Feuer. Das ganze Schiff wird bald in Flammen stehen. Lex, ich muss zu ihm. Oh, da bist du ja. Ich dachte, du wärst tot. Die Dämpfe. Sie können völlig die Sinne vernebeln. Mir ist nichts geschehen. Lex, ich habe... Ich kann mich kaum bewegen. Wenn du nicht gekommen wärst... Aber nun bin ich hier. Hör zu, das Mädchen... Jetzt wissen wir es sicher. Das Schiff ist verflucht. Der Haken, hast du ihn? Können wir das Boot bewegen? Jetzt hör mir zu! Was? Ich habe das Mädchen wiedergesehen. Und gerettet. Wovon redest du? Immer noch von deiner Wahnvorstellung? Siehst du hier Geister? Oder sind dir die Dämpfe zu Kopf gestiegen? Schlag dir endlich dieses Mädchen aus dem Kopf. Wir sind in echter Gefahr. Hier und jetzt. Das Schiff brennt! Was hast du angestellt? Ich weiß nicht. Willst du uns beide umbringen? Können wir das Feuer noch löschen? Was meinst du? Wenn es die Ethanolfässer erreicht, fliegt alles in die Luft. Es tut mir leid. Das hilft uns nicht weiter. Ich sag ja, Frauen auf Schiffen bringen nur Unglück. Wir müssen hier raus. Und zwar schnell.
Hast du den Haken? Ja. Hier. Bitte, hilf mir. Alleine schaffe ich das nicht. Na gut. Jetzt sind wir wieder gut genug, ihm zu helfen, ne? Was hat er eigentlich hier zu dem, ihr beigetragen? Wir müssen uns beeilen. Befestige den Haken, damit wir fliehen können. Aber wir brauchen unbedingt Trinkwasser. Vorher können wir nicht von Bord gehen. Oh, okay, wir müssen diesen Haken befestigen. An dem Seil. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Wir gucken mal eben, ob das Seil unten ist. Genau, erstmal müssen wir hier wieder die ganze Chose lösen. Oh Gott, da kommen wir doch gar nicht runter. Das brennt. Ich bin gespannt. What? Ach du Scheiße. Aber ich hoffe, wir kommen da... Doch. Es geht noch. Es geht noch. Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst. Ich habe den Haken an der Kette befestigt. Super. Damit sollte ich das Rettungsboot nun zu Wasser lassen können. Ja, und jetzt schnell. Oh Gott, sind wir schon am Ende des Spiels? Ich hoffe nicht. Oh Gott. Oh Gott. Wir können auch nicht mehr zurück, Leute. Hast du Trinkwasser besorgt? Hier ist es. Bist du verrückt? Willst du mich jetzt auch noch vergiften? Oh, das Schlafmittel, das Fiona den Matrosen verabreicht hat, ist bei den Flaschen dabei. Schlafmittel? Was redest du da? Das ist Rattengift. Nein, ich habe es doch gesehen. Fiona hat es in den Topf getan. Aber da sah es etwas anders aus. Wir haben keine Zeit herauszufinden, was du vielleicht gesehen hast und was nicht. Das Wasser ist wichtig und das haben wir. Los, an den Kran. Okay, erstmal müssen wir das Seil vermutlich wieder hochziehen, ne? Und dann Seilführung nach vorn. Aber wie... Scheiße, ich muss mich echt beeilen, sonst brennt auch gleich. Seilführung nach vorn. Ich hoffe, das klappt, ey. Ja, guck mal, das geht so gar nicht ran. Wie geht denn das? Irgendetwas blockiert die Tür. So komme ich nie raus. Nee, ich weiß. Das Rettungsboot blockiert die Tür. Aber... Kran, links, rechts, Lex, wie soll ich das machen? Beeil dich, wir müssen hier endlich runter. Ja, ich weiß. Aber wie kriege ich denn das Ding da dran? Ich kann ja jetzt den Seil, das Ding nicht runterlassen. Das geht ja dran vorbei. Seht ihr? Das wird so nichts. Was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt das nach rechts drehe? Der Kran blockiert. Sieht so aus, als könnte ich den Kran nur drehen, wenn das Seil hochgezogen ist. Toll. Ich weiß nicht, wie das laufen soll jetzt hier. Und ich bin ein bisschen nervös. Ja, das klappt nicht. Natürlich in die andere Richtung wenigstens. Versuche es. Vielleicht bleiben wir da dran hängen. Vergiftet. Deswegen haben sie es nie von Bord geschafft. Nein, Fiona hat sie nur betäubt. Mit dem Schlafmittel. Das war kein Schlafmittel. Sie hat alle getötet. Du hast in deinen Visionen eine Mörderin gesehen. Ich habe sie doch gerettet.
vor dem Arzt. Er wollte sie verbrennen. Hör auf damit, öffne die Augen. Das Mädchen hat sie getötet. Sieh es endlich ein. Und sie hat auch den Arzt getötet. Wer weiß, ob er wirklich ein böser Mensch war. Vielleicht war er hier, um dem Mädchen zu helfen. Und wegen dieser Geschichte ist der Khan hier ganz bestimmt verflucht. Scheiße. Sie wollte doch nichts Böses. Wir müssen von hier weg. Das Schiff macht alle verrückt. Mary Celeste? Was hast du gesagt? Es steht auf dem Boot. Heißt so dieses Schiff? Das ist unmöglich. Die Mary Celeste ist spurlos verschwunden. Wovon redest du da? Sie war eine Brigantine. Es ist über 10 Jahre her, dass sie irgendwo im Atlantik spurlos verschwunden ist. Ich bin mit einigen alten Seefahrern unterwegs gewesen, die behaupteten, sie gesehen zu haben. Als Schatten im Nebel. Aber wer sein Schiff wendete, um der Erscheinung zu folgen, fand sie nicht. Geisterschiff. Oh, wow. Und wir haben es gefunden? Oder es hat uns gefunden. Und das ist die Besatzung? Bist du sicher? Schau sie dir an. Die sind alle seit vielen Jahren tot. Ein Schiff, das seit über 10 Jahren verschwunden ist? Ja. Und deine Geschichte von Fiona scheint zu stimmen, Anna. Ich hätte dich ehrlich gesagt für völlig durchgedreht gehalten. Siehst du? Wieso denkst du, dass Fionas Geschichte wahr ist? Es sind genauso viele Leichen da draußen, wie Fiona vergiftet hat. In der Kapitänskajüte liegt ja die Passagierliste. Nur der Doktor fehlt. Der wurde verbrannt. Und seine Asche hast du im Maschinenraum gefunden. Damit passt alles zusammen. Was du erzählt hast, ist wirklich passiert. Hier auf der Mary Celeste. Daher ist eigentlich die wichtigste Frage zur Lösung dieses Rätsels. Wer bist du? Was? Woher weißt du, was mit Fiona geschehen ist? Ich hatte diese Visionen. Aber warum ausgerechnet du? Alles scheint mit dir zusammenzuhängen. Ich habe keine Geister gesehen. Und auch keine kleinen Mädchen. Weil... Wie viele Jahre sagtest du, ist das alles her? Bestimmt 12 oder 13 Jahre. Wieso? Wie alt war ich damals? Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich muss etwa 7 oder 8 Jahre alt gewesen sein, als dieses Schiff verschwunden ist. Ich war ein Kind. Ein kleines Mädchen. Nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Oh nein, nein. Das war ich. Das war alles. Ich... Wovon redest du? Ich bin Fiona. Ich habe das alles getan. Ich bin schuld. Aber du heißt nicht Fiona, du heißt... Anna. So hat mich mein Ziehvater genannt, nachdem er mich adoptiert hatte. Er hat mir nur gesagt, dass ich ein Schiffsunglück überlebt hatte. Aber was davor war, daran konnte ich mich nie erinnern. Bis jetzt. Anna! Wir müssen hier runter. Sofort. Sonst werden wir sterben. Ich kann mich an meine Familie erinnern. Anna! Das Haus in den Kolonien. Es hat gebrannt. Ich weiß, es ist jetzt schwer für dich. Aber an eine Sache kann ich mich nicht erinnern. Einen Bruder. Ich glaube nicht, dass ich einen Bruder hatte. Wer war die Stimme, die hinter der Wand zu mir gesprochen hat? Wer oder was war die Stimme? Lex. Lex! Was ist Anna? Wir wissen jetzt, wer ich bin, aber Lex. Wissen wir auch, wer du bist? Ich habe keine Ahnung, von was du verdammt nochmal redest. Ich weiß, wovon du redest. Was? Was? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit dir stimmt etwas nicht. Deine Erinnerungen machen dir ganz schön zu schaffen. Du kennst meine Erinnerungen, meine Gedanken. Was zur Hölle redest du da? Uns fliegt gleich das ganze Schiff um die Ohren. Du hast nie viel über dich erzählt. Wusste ich's doch. Du bist tatsächlich verrückt und unberechenbar. Warst du damals schon hier? Warst du schon immer hier? Anna, hör auf damit, verdammt nochmal. Du machst mir Angst. Meine Eltern.
Ich kann mich an sie erinnern, aber nicht an meinen Bruder. Und Fiona hat ihn nie gesehen. Nur seine Stimme gehört. Es gab ihn nicht. Er war nur in ihrem Kopf. Wir müssen hier weg. Die Zeit drängt. Lass mich nicht zurück. Oh Gott, ich bin gerade perplex. Was wählen wir hier aus? Die Stimme war nicht die Stimme meines Bruders, sondern die des Schiffes. Anna, du bist wirklich verwirrt. Sieh dich um. Das Schiff brennt. Und alles, was zählt, ist, dass wir beide sofort durch die Tür dort gehen und das Schiff verlassen. Wir beide. Du und ich. Hör auf. Hör auf zu reden. Vertrau ihm. Oh Gott. Oh nein! Ich weiß nicht... Oh Gott, was wir jetzt hier für eine Entscheidung treffen sollen. Du bist nicht real. Ich weiß nicht, ob du real bist. Ich vertraue dir. Aber ich scheine den Verstand zu verlieren. Ich weiß nicht, ob du real bist. Das Ethanol. Es müssen die Dämpfe aus den Fässern sein, die das mit dir machen. Komm zur Vernunft, bevor uns das Schiff um die Ohren fliegt. Ich komme zur Vernunft. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann dir nicht helfen. Du musst mir helfen. Konzentriere dich und sei stark. Ich habe dir schon einmal den Weg gezeigt. Anna, hör mir zu. Das ist alles real. Du, ich, meine Schmerzen. Ich wünschte, wir würden uns das alles hier nur einbilden. Aber glaub mir, wir sind in großer Gefahr. Hilf mir endlich ins Boot. Wir müssen weg. Ich glaube, Lex. Ich glaube, wir müssen Lex glauben. Und die Stimme des Schiffes, unser Bruder, versucht uns hier festzuhalten und vielleicht auch noch Lex zu töten, oder? Also. Nein, ich... Also, du bist nicht real. Ich werde dich und diese Version hier an Bord lassen, für immer. Du existierst nicht. Ich muss dich auslöschen mit diesem Revolver. Nein! Ich muss aus diesem Schiff... Ich muss auf diesem Schiff enden. Ich gehe, du bleibst. Ich glaube dir, ich werde dich mitnehmen. Ich bin unsicher, aber ich kann dich nicht zurücklassen. Ich bin unsicher. Aber ich kann dich nicht zurücklassen. Endlich höre ich wieder ein vernünftiges Wort von dir. Also los. Oh, nochmal, also... Nein, wir nehmen Lex mit. Gut. Gehen wir. Die erste gute Entscheidung seit Stunden. Lex? Bitte, bitte, lass es richtig sein. Ja. Halt die Klappe. Meine Lieben, was für ein geniales Spiel. Ich finde es wirklich super, super gut. Das Ende, wirklich genial. Die Story, richtig cool und geil. Also mir hat es wirklich super gut gefallen. Und ich möchte jetzt unbedingt, unbedingt wissen, was euer Fazit ist. Schreibt es mir in die Kommentare und... hat mir super Spaß gemacht. Ein bisschen schade jetzt natürlich, dass es schon vorbei ist. Und ich habe es schon überlegt, denn irgendwie würde es mich auch interessieren, wie das Ganze denn wohl ausgeht, wenn wir Lex auf dem Schiff zurücklassen. Vielleicht schauen wir das nochmal nach. An dieser Stelle beende ich jetzt aber erstmal die Folge. Ich sage danke fürs Reinschauen. Danke, dass ihr die ganze Zeit dabei wart, so fleißig Kommentare geschrieben habt. Ich freue mich wirklich immer sehr riesig darüber. Und ja, mal sehen, was wir als neues Projekt starten werden.
Das war's mit Black Sails und ja, ist immer etwas wehmütig, wenn ein Spiel vorbei ist, was einem wirklich so gut gefallen hat und tja, ich mag gar nicht aufhören, aber es ist jetzt irgendwie an der Zeit und nochmal danke, dass ihr da seid und bis bald. Ciao, eure Schneckball.